Moinsen allerseits und willkommen zu Crash Bandicoot 4. Ich hab mir einfach mal gedacht, spiele ich mal jetzt mal so ein Spiel. Weil ich glaube, ich habe bis jetzt auch, glaube ich, noch nie ein Plattformer gespielt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Einzige, was höchstens so rankommt in Richtung Plattformer, wäre dann Ahead in Time. Wovon ich das DLC bis jetzt immer noch nicht gespielt habe. Das Nyakuza DLC. Ich weiß nicht, wie oft ich eigentlich Ahead in Time schon wieder installiert hatte. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz was. Habe ich das immer noch drauf? Oh, ich habe mich bei Steam noch gar nicht angemeldet. Ja, okay, gut, dann kann ich gerade nicht nachgucken. Okay, gut, dann egal. Dann egal. Ebenfalls wollte ich einfach mal jetzt mal ein anderes Spiel spielen oder beziehungsweise mal ein Genre mal anspielen, was ich schon die ganze Zeit mal irgendwann mal machen wollte, aber nie getan habe aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, warum. Und ich konnte mich gerade auch nicht entscheiden, welches Spiel ich eigentlich spiele. Ich hätte jetzt entweder das hier nehmen können. Was kommt jetzt eigentlich, wenn ich da drauf drücke? Ah, okay. Ich hätte mich jetzt entweder dafür entscheiden können oder für Dingens Womans Ghost of Tsushima oder für Dingens hier, wie heißt das Spiel nochmal? Absolof End of Gods, was ein Horrorspiel ist mit einem Sci-Fi und nordischer Mythologie. Ne Quatsch, was ein Setting hat, was eine Mischung aus Sci-Fi und nordischer Mythologie ist, so. Sieht interessant aus, habe ich schon die ganze Zeit auf der Platte, aber ja. Keine Ahnung, warum ich bis jetzt einfach keine Horrorspiele spiele. Ist irgendwie so ein Genre, was ich kaum irgendwie anpacke aus irgendeinem Grund. Meine Fresse, wo ist denn das Haar? Da. So. Warum habe ich das jetzt so genannt? Weiß nicht, vielleicht ein kleiner Spoiler. Wenn du stirbst, geht das Spiel immer am letzten Checkpoint weiter. Empfohlen, modern, oder was? Du hast eine begrenzte Anzahl Leben. Wenn alle aufgebraucht sind, musst du das Level neu starten. Ich mach mal Retro. Achso. Das ist ein Bandicoot-Kampf. Ich meine, ich habe das Spiel zwar kurz gestartet, aber einfach nur blöd die ganze Zeit. Was habe ich gedrückt? X, genau. Ich habe die ganze Zeit einfach nur X gedrückt, damit ich irgendwelche Cutscenes oder so überspringe. Hab da gar nicht auf den Bildschirm geguckt. Was ist das denn hier eigentlich? Bandicoot-Kampf. Tritt gegen andere Freunde an. 1 bis 4 Spieler können in einem Checkpoint rennen, um die Wette zur Ziellinie rasen oder in Kisten-Kombo um den Highscore kämpfen. Oh Gott. Die Augenbrauen da unten von dir. Egal, ich will jetzt weitermachen. Höre ich hier irgendwas? Ich weiß, dass hier Leute wohl einziehen und wohl irgendwelche Sachen machen, aber ich hoffe mal, das ist nicht allzu laut. Crash Bandicoot, endlich hab ich, der große Neokortex, dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sieh's ein, Entropy. Es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka Uka und ich uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Ist er tot? Lass ihn. Er hat ausgedient. Moinsen, No Name. Eine große Macht ist erwacht. Aber nicht diese. Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los! Crash! 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 Elegant wie eh und je. Ich hab zufälligerweise... Was ist das denn da links? Das war ein komischer Balken. Ach so, ich kann wahrscheinlich ja auch wieder Edelsteine einsammeln. Ich hoffe mal, dass die hier nicht so ätzend sind. Ich hoffe es sehr.
Ich habe zufälligerweise übrigens einen Erfolg freigeschaltet, indem ich die Logos von den vorherigen Teilen einfach hier durchschalten lasse. Der Erfolg hieß dann die perfekte Welle und der Hinweis in dem Erfolg sagt, surfe auf der perfekten Welle oder irgendwie so eine Richtung. Hä? Einfach mal eben so random Erfolg bekommen. Sehr strange. Stimmt, was ist denn eigentlich die Steuerung? Okay, den Doppelsprung habe ich noch. Das habe ich auch noch. Was ist das denn? Achso, das ist gar nichts. Ducken kann ich auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch im ersten Teil, glaube ich, drin. Steuerkreuz kann ich auch verwenden zum Lenken. Oh, okay, das ist... Das ist eine Bohrmaschine. Ist das da oben rechts in der Ecke echt ein Death-Counter unter der Lebensanzeige? Es gibt einen Death-Counter? Why? Ich meine, es ist jetzt nicht verkehrt, kann man ruhig mal machen, aber ein Death-Counter? Halt, hart anzeigen. Ach so, das da. Achso, ich brauche die Früchte scheinbar auch, um Edelsteine zu bekommen. Schönen Dank, du Sau. Sicher bin ich mir nicht, was das da angeht, weil die Anzeige ging nicht größer. Hat sich nicht erhöht. Manchmal weiß ich auch nicht, welche Wörter ich verwenden will. Da kam nichts raus. Trash! Schnell, wir müssen los. Verdammt, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Auf der Kiste musste ich ja rumspringen, damit ich die ganzen Früchte daraus kriege. Achso, ich habe ja Doppelsprung vergessen. Ich finde es schön, dass das so eine 60 FPS Auflösung hat. Framerate hat. Kannst du mal runterkommen? Du bist wohl kein Gegner, du bist ein Hindernis. Scheinbar. Okay. Ja, du bist scheinbar wohl ein Hindernis. Okay. Warte mal, kann ich dich so erreichen? Ah, okay. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Was sind die denn? Ich rutsche aber sehr langsam. Selbst bei diesen Abhaken. Ich glaube, da sollte mal jemand die Seife auf der Liane erneuern. Warte mal, war da was? Ich meine da drin gerade irgendwas gesehen zu haben. Irgendwas Weißes. Wie ging Ducken nochmal? Achso. R1. Ja, dachte ich mir doch. Da war irgendwas Weißes drin gewesen. Oh, die Kamera kann ich aussteuern? Nice. Warte mal, kann ich hier runterfallen, wenn ich in die Richtung... Nein, kann ich nicht. Hier ist komplett 2D scheinbar. Oder ich kann nicht runterfallen, weil hier noch eine Wand ist. Ich will es aber nicht ausprobieren.
Nicht kaputt machen, ich will da hoch. Oh, okay. Ich dachte, ich habe die andere Kiste benötigt, um da hochzukommen. Die Früchte scheinbar brauche ich wohl doch, um Edelsteine zu kriegen. Keine Ahnung, ob ich das Spiel hier zu 100% durchspielen werde. Das weiß ich noch nicht. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, zu 100% durchspielen wollen, also hier bei der Remaster-Version. Hab dann aber, glaube ich, bei den späteren Levels aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach so lästig geworden ist. Beim zweiten Teil, da kann das sein, dass ich da mehr gemacht habe, aber ich habe den zweiten Teil, glaube ich, gar nicht durchgespielt gehabt mehr. Und den dritten Teil habe ich irgendwie gar nicht mehr angepackt. Weiß ja gar nicht warum. Dumme Idee! Das war eine doofe Idee. Ich glaube, die Kisten gehen auch nicht kaputt, wenn ich da nicht drauf gehe. Oder beziehungsweise sie zerstöre. Nein, anders gesagt. Die Kisten gehen, glaube ich, nicht kaputt, wenn ich... Sie gehen auf jeden Fall nicht kaputt, wenn ich dumm spiele. Sie gehen nicht kaputt, wenn sie ins Wasser reinfallen. Warum sollten sie es auch? Nein, nicht schon wieder. Ich denke zumindest mal, dass es hier auch einen Kistenedelstein gibt. Oder? Aber zumindest sehe ich, dass da oben halt diese Kistenanzeige ist. Ah, der Doppelsprung ist ein bisschen komisch. Aber wenn man diesen Doppelsprung ausführt, scheint man wohl ganz kurz in der Luft stehen zu bleiben. Es ist ein bisschen problematisch. Okay. Wait, mir fehlt eine Kiste. What? Wo ist die Kiste? Level abgeschlossen am Arsch! Edelsteine und Skins. Edelsteine schalten Skins frei. Verdiene Edelsteine, indem du Kisten zerbrichst. Wuppers sammelst, versteckte Edelsteine findest und Level in drei oder weniger Leben abschließt. Okay. Zum Freischalten kann ich ein Hühnchen-Skin freischalten. Ich bekomme Skins für die Edelsteine. Dann haben die jetzt sogar gar keinen Nutzen mehr, um im Level voranzukommen oder irgendwelche... Ja doch, vielleicht schon, aber... Also nee, nicht Level freischalten, Secrets freischalten quasi. Hey, du hast diesen einen Pfad jetzt gegangen, bist diesen einen Pfad gegangen, wo jetzt dieser eine Edelstein zu finden war, aber war eigentlich komplett optional gewesen. Er war jetzt gerade ein bisschen blöd. Wo ist die eine Kiste? Wo ist die? Wo ist die Kiste? Wo habe ich die vorhin nicht übersehen? Jetzt sag mir nicht, dass das diese eine Metallkiste... Oh, vielleicht. Nee, kann auch nicht sein. In dem Bonuslevel stand da 8 von 8 Kisten, nicht 8 von 9 Kisten. Naja. Gibt's keine Levelauswahl? Trashkistengewehr und ein extra Leben. Achso, ja klar. Ich frag mich gerade so ein bisschen, ob es hier gar keine Levelauswahl gibt. Kann sein, dass das jetzt, weil das hier die Einführung ist, dass man deswegen noch keine hat. Stimmt, warte mal. Kann ich das hier eigentlich? Ich kann das immer noch machen, okay. Wer weiß, vielleicht habe ich dann doch irgendwo eine Kiste zerstören können, die ich damit hätte kaputt machen können.
ja, der Inhalt geht kaputt. Geisterhamster da gerade in diesem Rad. Oh! Wait, habe ich da gerade diese Wumpas verloren oder was? Die Früchte? Oh, das funktioniert auch noch. Achso, der Doppelsprung. Ja, das kann sein, dass die ganzen Anfangslevel hier noch Tutorial sind. Wie zum Geier soll ich da jetzt hoch? Tutorial, kannst du noch mal anzeigen, dich? Ich hab's wohl falsch gemacht. Ich mach hier irgendwas falsch. Moinsen, Enzanz. Was mache ich hier gerade falsch? Kann ich wieder zurück und dann wieder rein? Nein, kann ich nicht, schade. Spiel? Warte mal. Ich müsste ja dann davor auftauchen, ne? Genau. Dann müsste es ja mir gleich wieder angezeigt werden. Kreis halten und Doppelsprung mit... Ah, okay. Ach so, genau. Gab jetzt eine Art Supersprung oder sowas. Ja. Wo man ganz klein wenig höher springen konnte. Oh. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Ist ja schön, dass dann dir die Videos gefallen. Hört man gern. Ich denke mal, wenn ich dann keine Leben mehr habe, werde ich wohl wieder zurück zum Anfang des Levels wahrscheinlich geschmissen. Okay. Ich glaube, das da rechts an dem Felsen ist, glaube ich, nicht wirklich weiter wichtig. Oh. Okay. Ich sollte den Doppelsprung machen. Sonst habe ich den Rhythmus raus. Warum will ich schräg rüberspringen, ich Idiot? Ist da hin? Oh, schade. Konnte ich ihn hier mal nachgucken. Oh.
Das Design von dem kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Edelstein, her damit. Oh. Okay, weg vom Fenster. Das erinnert mich an die Trolle von Dingensbums von WoW. Oh, den Edelstein habe ich schon, okay. Aber gut, dasselbe könnte man auch sagen bei Knochen. Hey, der Knochen kam in dem und jenem Spiel vor. Erinnert mich an dem Spiel. Dabei gibt's Knochen überall. Aber nice, ausnahmsweise mal kein Stein oder eine Sau, die hinter einem her ist. Okay. Das Seil habe ich gar nicht bemerkt. Kannst nicht einfach das machen, was Geister immer machen? Und zwar gar nicht existieren. Oh nein. Eine Kiste noch. Oh nein. Die wollte ich auch noch gerne mitnehmen, die Kiste. Oh, verdammt. Ah, das Spiel ist gestern erschienen. Nein, nein, oh, verdammt, bin ich doof. Ah, Tiefenwahrnehmung, wo bist du? Ist jetzt schon kommen. Das Spiel wird nervig, wenn ich das 100% möchte. Na geht doch. War doch nicht so schwer gewesen. Für ihr kann ich auch noch Skins freischalten und die hat dann so ein Einhorn-Skin. Oh, ich habe leider nicht den Edelstein bekommen für die Dingensbums. Für weniger als dreimal sterben. Schade. Niemals. Nicht in einer Million. Ja! Mach ihn weg. Crash, wer ist das? Lani Loli? Wenn die Quantummasken zurück sind, dann... Hey Akku, wie... Ist das ein Quantumspalt? Es ist wohl eine Tür zwischen Dimensionen. Ja. Und sie sollte geschlossen sein. Wir müssen durchgehen, meine Geschwister finden und sie schließen, bevor irgendein Hauk mit dem großen bösen Plan und noch größeren Ego was total Dämliches anstellt. Uka Uka hat uns ahnungslos eine tolle Zukunft beschert. Wenn mein Spaltgenerator fertig ist, werden wir bald die Macht über Zeit und Raum in der Hand haben. Engine Embryo. Ihr habt ein paar Projekte, von denen ihr erzählen wollt. Meister, mein mechanisches Wunder hypnotisiert eine Armee für dich. Und mein Trank macht mich... Sie, unaufhaltsam. Fein, schön, viel Spaß mit euren Strahlenkanonen und so. Jetzt beeilt euch. Meinen Berechnungen zufolge handeln unsere Feinde bereits gegen uns. Und wir werden siegen. Das hat er wie oft schon mal irgendwann mal gesagt? Ein bisschen zu oft, oder? Sonst hätte er doch schon links geworden. Dimensionskarte. Kann ich jetzt hier einfach auswählen, die Level? Ah!
Nice. Dimensionskarte. Willkommen zur Dimensionskarte. Hier kannst du Level zum Spielen wählen, zwischen Crash und Koko tauschen, Skins wechseln und Level wiederholen, um Zeitkämpfe zu meistern oder fehlende Edelsteine zu holen. Sieht interessant aus. Oh, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Was habe ich denn momentan für welche Skins? Oh, hier gibt's relativ viele. Okay. Achso, kann ich gar nicht freischalten, weil mir ein Edelstein fehlt. Beutel Daxus Erectus. Okay. Nee, lass mal, ich bleib beim Standard. Sieht zwar nett aus, aber ich bleib beim Standard. Achso, genau, warte mal, ich konnte ja wechseln. Okay. Laptop passt nicht wirklich dazu, oder Tablet, aber egal. Naja. Sehr merkwürdige Skins. Und ich kann hier einen Skin bekommen, damit ich aussehe wie... Wie heißt der Typ? Enbryo oder so? Der Typ mit der Rakete im Kopf? Ich hab dann auch eine Rakete im Kopf. Ja, geil. Synchron explodieren oder was? Muss ich dann auch darauf achten, dann nicht zu Weißglut zu fahren? Zu Weißglut zu fahren? Ja, irgendwie so eine Richtung. War doch im zweiten oder dritten Teil... Dass da irgendwas gewesen ist, wodurch man ihn, glaube ich, immer mehr aufheizen musste oder so, bis er dann quasi eine Art Kernschmelze oder so hatte. Schon lange her.